Schaut euch nicht die Videos an, um die Fehler bei den anderen zu finden, sondern schaut euch die Videos an, um eure eigenen Fehler zu finden. Hi, YouTube. Grüß dich. Neue Folge Jutke Dizzy. Du hast schon drauf gewartet, ne? Das ist ja eigentlich dein Unterhaltungsformat auf YouTube, wo du vielleicht auch etwas lernst und auch ich etwas lerne aus den Fehlern der anderen Menschen. Und das tun wir jetzt auch, denn wir springen sofort rein. Wir sind in Italien. Es ist dunkel und hier wird richtig einer reingeknattert. Der Vorwurf ist, ey, schubst mich nicht. Ich habe Joghurt im Rucksack. Und mit diesem Vorwurf gehen wir mal in das bewegte Material rein, währenddessen sich die Menschen live im Chat schon wieder grüßen in die Zukunft, damit sie sich später zurückgrüßen können in die Vergangenheit. Gucken wir uns mal die bewegten Bilder dazu an, was hier so passiert ist mit dem Joghurt. Irgendwie bin ich heute sehr verwirrt von den Fällen. Geht euch das auch so? Moment, ich muss jetzt wirklich mal kurz nachgucken. Leute, ich muss kurz nachgucken. Ich muss das nochmal gucken. Ich bin wirklich maximal verwirrt, was wir heute sehen. Ich bin maximal verwirrt, was wir heute sehen. Muss jetzt mal das hier gucken. Schlimmste Report, den ich je gesehen habe. Bin ich ganz ehrlich. Also, das ist auch wieder so ein Report-Ding, wisst ihr? Eigentlich könntest du dich auch selber reporten. Hä? Das lässt mich jetzt wirklich einfach, das ist doch einfach nur Handgemenge, ne? Wenn wir jetzt wirklich mal durchgehen. So, pass auf. Er kommt jetzt hier aufs Curb rauf, sein Auto wird unruhig und er trifft den McLaren. So, jetzt ist der McLaren draußen, ist unruhig und kommt halt weit raus. So. Hier trifft er ihn, weil er wegrutscht. Und jetzt hat er halt das hier. So. Und er verliert dadurch was. Hier kann man das auch nochmal sehen. Er lenkt die ganze Zeit nach rechts immer rüber und versucht halt das Auto zu halten. So, und jetzt gucken wir uns das hier die ganze Zeit alles an. Das ist halt einfach so ein bisschen, ja, Handgemenge, was ja zum GT-Sport dazugehört. Ich meine, am Ende des Tages, ne, und das ist jetzt einfach mal realistisch von der Brust weggesprochen, ist das hier Causing a Collision. So, weil der Ferrari wird halt entsorgt und dadurch verliert er halt, dreht sich etc. pp. So. An der Stelle
frage ich mich aber immer, muss das denn immer sein? Also kann man nicht einfach mal sagen so, ey, ich bremse mal? Wobei, wisst ihr, wenn man sich das im Nachgang immer so anguckt, dann ist das immer leicht reden. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, wir haben alle solche Momente, wo wir irgendwann angekotzt sind und wir wollen dann unbedingt dran vorbei und dann treffen wir so eine Entscheidung, die kacke ist, ne? Aber dieses ganze Ding hier hinten, was da alles noch kommt, das ist so einfach bloß ein bisschen touchy-touchy. Das ist halt GT-Sport. Und in GT-Sport ist halt einfach mal zwischendurch ein bisschen Tür an Tür leicht getroffen, weil man versucht ja irgendwo auch durchzukommen. Und ich sag mal so, Imola in Kombination mit ACC Physics, also hier den Dämpern, kann schon das eine oder andere mal ein bisschen kacke sein. So, dass das mal passieren kann. So. Aber wild, dass man dann so viel Mühe sich noch gibt und das auch alles noch aufnimmt und scheinbar auch schneidet und abgefahren. Wir haben uns aber dazu entschlossen, dass wir Causing a Collision machen. An der Stelle. Weil da hat sich ja der Ferrari dann nachher auch rausgedreht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Leute, es ist... Mir fällt nicht mal ein passendes Intro dafür ein. Wirklich, mir fällt kein passendes Intro dafür ein. Fällt es mir wirklich nicht. Wir gehen einfach rein. Das ist das Intro. Wisst ihr, in den Anfängen hat niemand wirklich, also sehr viel reported, ne? Und mittlerweile reporten Leute sowas. So, jetzt frage ich mich an den McLaren-Fahrer, ne? Ich frage mich so, den McLaren-Fahrer, da frage ich mich, wie kannst du auf die Idee kommen, dir das anzugucken im Nachgang, selber? Musst du dir ja angucken, weil du nimmst es ja auf. Und beim Aufnehmen muss doch bei dir der Groschen fallen, dass du dir selber sagst so, nee, Moment mal, das haut doch eigentlich gar nicht hin. Nee, das wäre doch nicht sinnvoll, das jetzt noch zu reporten. Das wäre doch jetzt nicht sinnvoll, das zu reporten, oder? So, und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, an dieser Stelle. Der McLaren hat den Ferrari reportet. Dieses Auto hat den Ferrari reportet. Das Auto, was offensichtlich neben dir fährt jemand, okay? Das weißt du auch, das sagt dir dein Spotter an, da ist einer, okay? Da ist einer. Und du entscheidest dich aktiv entscheidest du dich dafür, dich raustreiben zu lassen, mit dem Wissen, dass da jemand ist. Dein Auto rutscht weg, es rutscht sogar noch weg, du hast keinen guten Exit und du entscheidest dich aktiv dafür, rüberzuziehen und vor das Auto zu fahren. Und dann besitzt du auch noch, nach dem Anschauen dieses Falles, besitzt du dann auch noch, und ich will nicht sagen Dreistigkeit, du besitzt dann einfach noch die Gabe, sage ich jetzt einfach mal, das auch noch zu reporten. Ich würde jedem da draußen, wirklich, und das ist hier ein sehr guter Präzedenzfall, schaut euch das einmal an, schaut euch das zweimal an, schaut euch das ein drittes Mal an und seid mit euch selber am kritischsten. Schaut euch nicht die Videos an, um die Fehler bei den anderen zu finden, sondern schaut euch die Videos an, um eure eigenen Fehler zu finden. Wenn du deinen eigenen Fehler nicht findest, dann ist es der andere. Aber hier kann mir keiner sagen, bei diesem Fall, dass du nicht selber siehst, was du da gemacht hast. Also entweder ist wirklich deine Rennintelligenz noch nicht wirklich vorhanden und das ist auch nicht schlimm, weil das kommt ja mit der Zeit und mit der Erfahrung, die wir machen. Aber das hier reporten ist schon wirklich sehr, sehr frech. Sehr, sehr frech. Weil dann können wir ja irgendwann, einfach Versicherungsbetrug machen. Und dann sagen wir einfach, ach, weißt du was, ich ziehe dir jetzt einfach vor die Karre und dann reporte ich dich, weil ich habe einfach irgendwie ein scheiß Rennen gehabt, weißt du.
ich hatte ein scheiß Rennen, ich ziehe irgendwem vor und dann kriege ich meine ganzen Sachen einfach wieder irgendwie zurück oder so. Das ist hier nicht Versicherungsbetrug. Ist es nicht. No further action. Da gibt es nicht mal eine Warnung für. Also, da gibt es wirklich keine Warnung für. Und ich hoffe, dass der letzte Fall in dieser Folge nicht so ein Ding wird. Aber das sind hier heute sehr viele Präzedenzfälle für die Zeit, hättest du dir wirklich sparen können. Oh no. Die Begründung? Da wird jemand ermahnt für unsafe rejoin und causing a collision. Wenn das meistens drin steht, dann... Meine Damen und Herren, Italiano. Wir sind in Italien. Fantastisches Wetter. Die Sonne gerade so untergegangen. Himmel noch wirklich ein bisschen hell. Paar Wölkchen hier und da. Paar Ferraris unterwegs. Sehr ponylastig, muss man sagen. Also wirklich schon das schwarze Pony auf dem gelben Emblem. Schon vielseitig zu sehen. Und wir fahren auf eine sehr, ich sag's mal, spezielle Stelle zu. Wahrscheinlich die engste Stelle auf ganz Imola. Schauen wir doch mal, was passiert. Ich wette mit dir da draußen, um einen Kommentar und dein Abonnement und einen Daumen hoch. Im Laufe dieses Videos werden wir auch noch sehen, wie der Weiße in den Ferrari in der Mitte reinfährt. Und an die ganzen Livestream-Zuschauer, 3,99 Sub. Wenn ich verlieren sollte, verschenke ich 5 Subs. Ja! Und die Leute sagen halt immer, oh Mensch, Nils, Dizzy, Jutke, du kannst doch einfach bitte nicht immer alle so vorverurteilen. So viel Erfahrung kann man gar nicht haben. Du bist halt echt ein Arschloch, dass du immer alle in eine Schublade steckst. Tja, meine Damen und Herren, wenn man sich tausende Fälle ansieht, dann kennt man seine Pappenheimer. Ich möchte extra dazu sagen, das hier dient nur der Aufklärung und der Unterhaltung. Dass das hier passiert, ist vollkommen normal und legitim. Mir auch schon passiert und auch anderen Menschen passiert. Rasen, Gas geben, tüdelü, weiter Gas geben, völlig in Panik, überhaupt nicht mehr aufnahmefähig für das Wesentliche, mal nach links rauszugucken, auf den Spotter zu hören oder aufs Radar zu gucken. Und dann entstehen hier solche Situationen. Und das ist vollkommen normal und legitim, weil man in den Jahren bzw. in den vielen Stunden, die man fährt, erst lernt, in solchen Stresssituationen die richtige Entscheidung zu treffen. Und das kann nicht jeder von Anfang an. Und ich würde fast meinen Arsch darauf verwetten, dass wir alle schon mal sowas gemacht haben. Jeder von uns da draußen. Das Gute an der ganzen Sache ist, wir können darüber sprechen, dass sowas eine Stresssituation ist, das normal ist und man in der Zeit einfach runterkommen sollte, um so eine Checkliste im Kopf durchzugehen, links rausgucken, Spotter hören, Radar gucken, kann ich fahren und auf dem Rasen niemals Vollgas geben, weil das ist sowieso Kokolores und dann wird sowas nicht passieren. Es wird aber irgendwann mal passieren, kommen wir alle nicht drum rum, weil wir sind nicht unfehlbar. An der Stelle ist es trotzdem, muss man sagen, unsafe rejoin und causing a collision. Und ich bedanke mich jetzt schon an dieser Stelle für Ihr Abonnement, für Ihren Kommentar und fürs Däumchen. Vielen Dank. Ihr Jutke Dizzy. Und damit würde ich auch die Folge für heute beenden und mich sehr freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es heißt, Jutke Dizzy rät ins Blaue, was passieren wird. Bis späti. Ciao, Kakao. Chat, sag doch mal auf Wiedersehen.